Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Minecraft in Farbe, im Bunt und in der Couleure und mit Redstone. Ja, ich habe lange rumgerätselt, hier mit meiner Qualitätssicherung, wie die Schaltung funktioniert und ich bin schon kurz vorm Ausraster gewesen. Meine Qualitätssicherung war von Nerven Zusammenbruch zu Ende und wir haben es tatsächlich herausgefunden. Folgendermaßen, also, hier kommt das Signal. Das wird einmal hier nach unten geschickt, dann geht es hier die Treppchen runter. Ich muss ganz weit den Treppchen nach unten, wie ihr seht. Ja? Dann geht das hier in den Block rein und befeuert oder unbefeuert sozusagen diese Redstone-Schaltung. Die geht in den nächsten Block rein und gibt das Signal sozusagen negativ zu denen, also genau andersrum. Ja? Also so Heterosignal, also das ist eine heterosignale Weiterleitung. Also hier ist 0, dann ist da 1 und dann ist hier oben 0. Ja? Wenn ich jetzt sozusagen den Schalter umlege, ist hier 1, dann ist da 0 und dann ist da 1. Klingt logisch. Unheimlich logisch, es klingt so logisch, dass ich denke, wow, es hat jeder verstanden oder auch nicht. Und wenn jemand das nicht verstanden hat, meine Güte, ist doch nicht mein Problem. Gut, was wollen wir machen? Wir wollen uns jetzt hier mal nach oben buddeln. Machen wir mal. Und dann sollte ich mir Steine raussuchen. Hey, wir suchen sie Steine raus. Und dann kicken wir mal, dass wir hier sozusagen das hier alles so weit zukriegen, dass wir sagen können, das passt schon mal ganz gut. Ich mache mir aber etwas Sorgen. Ich kenne das, dass ich jetzt zum Beispiel oft das Signal abkappe. Aber wir wollen mal gucken, dass das hier irgendwie funktioniert. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Hört das jetzt? Seht ihr das? Ich muss mir das andere Signal noch weiter runtergeben. Das heißt, wir geben es uns... Oh, wir geben es uns runter. Das bedeutet, ich werde mir nochmal ein Dingens bauen müssen. Ja, hier ist ein Signal weitergeben. Dingens. Da seht ihr, da habe ich es weggekappt. Wir müssen sozusagen das, was wir hier da gebaut haben, dort nochmal bauen. Das heißt, ich brauche nochmal zwei Fackeln. 1, 2, machen wir uns die Fackeln. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ja, warum habe ich das Signal abgekappt, kann ich auch nochmal erklären. Wenn ich das hier hinsetze, den Stein hier hin. Ja, machen wir das mal. Da seht ihr, ist es aus. Da habt ihr nochmal gesehen. Das heißt, jetzt seht ihr hier keine Leitung. Wenn ich den Stein wegmache, ist die Leitung da. Das heißt, er erkennt nicht, dass es sozusagen hier weitergeht. Logisch. Also zumindest Minecraft logisch. Ja? So, das heißt, wir werden uns das hier mal weghauen. So. Und werden das bis hier weghauen. Bis da unten hin. So, das haben wir weggemacht. Ja? Obwohl, den letzten Stein hätte ich jetzt nicht wegmachen müssen. Naja, egal. Das heißt, wir brauchen Redstone-Schaltung. Wir brauchen die Fackeln. Die haben wir da. Und wir brauchen Erde. Die Erde kloppen wir dahin, wie ihr wohnt. Dann heißt, wir machen mal hier die Redstone-Schaltung. So, Redstone, Redstone, Redstone. Und auf diesen Dingens brummt die, dieser diese Fackel hin. Darauf kommt dann wieder darüber der Block, der sozusagen das Signal Hetero weitergibt. Und dann geht er dahin. Jetzt habe ich, glaube ich, vielleicht ein Problem, dass ich das Ganze etwas höher versetzt bauen muss, weil ich nicht bis zu dem Block rankomme. Das heißt, wir müssen doch noch mal ein bisschen Trick 17 machen. Das heißt, das ist da und das ist da. Genau. Gut, jetzt haut's doch hin. So, das dahin, das dahin, das dahin. Dann nehmen wir die Fackel, setzen die Fackel da rein und die Fackel da rein. Dann machen wir das einmal so. Da geht das Signal sauber, sauber, sauber. Da geht das rein. Obwohl, das ist nicht ganz drin. Warte mal. Warum will er jetzt nicht? Oder muss ich den doch tiefer bauen? Oh Gott, jetzt kriegt die Krise hier. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Problem, warum Redstone-Schaltungen oft nicht beliebt sind. Gut, das haben wir da. Das haben wir da. Das haben wir da. Nein. Warum? Warum quälst du mich so? Ja, ich weiß es nicht.
Jetzt ist sie noch an. Und jetzt ist sie immer noch an. Die gibt das Signal nicht so runter. Warum gibt er den Signal nicht so runter? Das bringt mich ein bisschen zur Verzweiflung. Schwierig. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja, ich glaube, ich muss das so blöd offen lassen. Ah, das gefällt mir nicht. Der gibt den nur so raus. Oder ich muss den Schalter oben machen. Dann könnte er den Signal so runtergeben. So theoretisch. Wir können ja mal überprüfen, ob das so wahr ist. Wenn das nämlich so wahr ist, dann heißt das, dass er das Signal nur sauber in eine Richtung gibt. Das ist ja fantastisch. Das heißt, wenn wir den hier oben machen. Aber das Doofe ist, dann kommt ja jeder an den Schalter ran. Ja? So, wir schauen mal nach. Jetzt ist die Fackel an. Und jetzt ist die Fackel immer noch an. Okay, er gibt's nicht so raus. Er gibt's nicht so raus. So, ich könnte natürlich auch einen Boden schalten. Nee, geht ja auch nicht, oder? Schauen wir mal so. Das gibt er auch nicht sauber raus. Oder warte mal. Wenn er das schon mal da hat, das heißt, ich glaube, das Signal dann da. Jemand hier. Dann dort. Und dann dort. Auch nicht. Jetzt krieg ich die Krise. Ich glaube, ich muss den wegmachen. Das heißt, es einmal hier reinsetzen, einmal dann da reinsetzen. Und dann machen wir die Fackel einmal hier rein. Jetzt klackert es natürlich da hinten. Ne? Und dann, so. Halt, nee, Quatsch. Was meint man für Müll? Da kommt ja sowas hier hin. Schaltet. Seht ihr das da? Aber warum geht da das Signal da rein? Ich glaube, das Problem, die Fackeln bringen das Signal nur nach von unten nach oben. Das heißt, von oben nach unten geht das Signal so nicht. Ich muss das irgendwie schräg runterlotsen. Das heißt, halt! Ah ne, dann habe ich schon wieder das Koppelproblem hier. Warte mal. Kriege ich das Signal vielleicht so runter? Es ist da 0,1. Okay, so geht's auch nicht. Dann habe ich das gleiche Problem wie vorhin, wenn ich das so baue, wie ich jetzt gerade denke. Wir schauen das nochmal an. So. Kicken wir mal. Das ist echt wieder schwierig hier. So, das ist da. Das heißt, jetzt geht das. Das Problem ist aber, wenn ich den Boden hier zumache, wird das Signal wieder nicht weitergeleitet. Ich könnte natürlich den Tresen eins weitermachen, aber wo lang weiter? Meine Qualitätssicherung sagt, ich sage irgendwelche Tresen weiter. Ach, bis hierhin. Ah, jetzt ist es. Wir können den Tresen bis dahin machen. Obwohl, dann können wir auch den Schalter dahin machen. Das ist ja Mumpitz. Also, wir nehmen mal, was hat jetzt hier gehabt? Hier habe ich so ein Ding gehabt. Jetzt raucht mir gleich der Schädel. Das heißt, wir machen das hier hin. Wir machen den Schalter von nicht dahin. Wir machen den Schalter ein daneben. Wo ist der Schalter hin? Wo ist der Schalter hin? Da ist der Schalter. Jetzt kriegt er seine Fuckel hier. So, einmal den dahin, da zack, bumm. So, das heißt, wir nehmen den Schalter da, so in da dahin. Bumm. Gut, jetzt heißt das für uns. Oh Gott, das wird immer geiler. Dass wir das hier wegkloppen. Und im Prinzip das hier wegkloppen. So, das heißt, wir machen einmal hier das dahin. Wir machen das hier weg, damit wir hier runterkommen. Genau. So. Okay. So, haben wir hier alles schön sauber gemacht. Das heißt, jetzt brauche ich einmal hier, einmal da. Wir machen hier einmal so schön zu. Hoppala. So, okay. Gut.
Jetzt brauche ich, was brauche ich denn? Die Redstone-Schaltung, die Leitung. So, einmal hierhin, einmal dahin, einmal dorthin und einmal dorthin. Das passt. Okay, es funktioniert. Es ist herrlich, es funktioniert. Yeah, ein Hoch auf die Minecraft-Spielerei. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen wir hier natürlich schön verkleiden. Und so. So ist schick. Das heißt, jetzt können wir hier erstmal die Türen zumachen. So, dann wird uns wer hier im Wesentlichen kein Zombie ärgern oder sowas. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Schalter. Können hier sozusagen das Ding zumachen oder aufmachen. Ne? Da könnt ihr halt sehen, so ist offen. Mhm, passt super. Hier kann man rein und raus. Und dann kann man hier nichts machen, so manipulieren oder so. Da kommt auch kein Gefangener ran. Das heißt, wir können wieder so machen, zack, und wir kommen wieder da rein. Wow. Verdammte Hacke. Ich habe sogar noch zwei Fackeln über, gerade sehe ich. Ja. Die können ja natürlich hier ran machen. Wir haben eine Redstone-Befackelung. Sieht auch nicht schlecht aus. So theoretisch, ne? Wie kam ich denn hier rüber? Ach, ich bin hier rüber gesprungen. Da kann ich direkterweise cheaten hier, ne? Gut, soweit funktioniert das. Ich bin direkterweise glücklich. Endlich mal das, was funktioniert. Machen wir das ja mal weg. So. Gut, das heißt, das Polizeihäuschen ist soweit schick. Das Polizeihäuschen ist soweit fertig. Das bedeutet, dass wir als nächstes, das da hinten bauen. Und das wird ein kleines Rathäuschen. Ja, ein kleines Rathäuschen. Ja, das gehört natürlich auch in so ein Dorf. Und da kommt ein bisschen so, wisst ihr, das typische Rathäuschen, typische Zeug rein. Was so ein Rathäuschen irgendwie ausmacht. Da kommen Leute rein, die raten da im Häuschen. Das ist das sogenannte Rathäuschen. In dem Sinne, die Folge ist heute ein bisschen kürzer als die gestrige, weil das Polizeihäuschen das endlich fertig geworden ist und ich wünschte euch nicht allzu lange quälen mit dieser Folge. Und deshalb sagen wir mal ciao, ciao, bye, bye. Und ja, ihr wisst ja, Polizei, Officer, Exos wünscht euch alle einen schönen Tag und ich hoffe, ihr bleibt auch alle anständig und artig und klaut hier nicht so rum oder so ist ähnliches. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und übrigens auch ciao, ciao. Also, bye, bye.